Liebe Schwestern, liebe Brüder, sehr herzlich begrüße ich Sie zum Predigt-Podcast heute zum 10. Sonntag im Jahreskreis, dem 6. Juni. Mein Name ist Dietrich Oettler, hinter mir sehen Sie mein Arbeitszimmer und ich bin Pfarrer im Gebiet zwischen Chemnitz und Leipzig. Bevor es losgeht mit der Predigt, wie immer, das Evangelium von diesem Sonntag besteht im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 20 bis 35 aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen, um ihm den Hausrat zu rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Anziehungskraft tut gut. Wir wünschen uns volle Restaurants, volle Parks und nicht zuletzt auch volle Kirchen, weil wir mussten und müssen das entbehren. Tut das einfach gut, wenn man volle Parks und Museen und Kirchen erlebt. Jesus ist infolge seiner vielen Heilungen, er hat Menschen Gehör, das Sehvermögen wieder geschenkt, er hat Dämonen ausgetrieben, er ist wegen seiner Heilungswunder derart anziehend, dass er nicht einmal mehr essen kann. So schlimm ist das. Und so ist es wohl so, dass Anziehungskraft immer auch Neider und Gegner hervorruft. Parks, Museen und so weiter, Schwimmbäder stehen ja auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander um die Gunst ihrer Gäste. Und auch Kirche und Familie stehen manchmal in Konkurrenz zueinander. Als junger Kaplan habe ich das einmal zu spüren bekommen, als mir eine Familienmutter ihre kleine Verärgerung mitgeteilt hat, einfach darüber, dass ich ihr Kind zur Starnsinger-Aktion abgeholt habe. Ich habe das erst nicht verstanden, weil Starnsinger-Aktion ist ja etwas Schönes, etwas Anziehendes. Na klar, das macht man gern, das unterstützt man doch gern. Aber ich habe mich dann nach einiger Zeit in ihre Perspektive einfühlen können und gemerkt, der gemeinsame freie Samstag, der eben auch zum Familienleben gehört, den hatte ich mit der Starnsinger-Aktion ein wenig torpediert. Also wir sehen, auch Kirche und Familie sind nicht immer nur Freunde und harmonisch zueinander, die können auch in Konkurrenz zueinander kommen. Wenn sich die Angehörigen Jesu heute im Evangelium auf den Weg machen, um Jesus mit Gewalt zurückzuholen, weil sie sagen, er sei von Sinnen, was er tut, das verstehen sie nicht, dann steckt da nicht nur Neid dahinter oder einfache Gegnerschaft oder ein einfacher Familienkonflikt, der beigelegt werden soll, vielleicht durch einen Familienrat,
sondern da steckt mehr dahinter. Da steckt dahinter, dass wir Menschen eben immer auch Sünder sind. Und die Sünde zerstört gerade die Beziehung zu den Menschen, die uns am nächsten stehen. Also zu unseren Ehepartnern, Familienmitgliedern, Kindern, Eltern, Enkeln, Großeltern, zu Freunden. Gerade dort wirkt die Sünde besonders verheerend. In der ersten Lesung des 10. Sonntags im Jahreskreis ist vom Sündenfall die Rede. Ich habe diese Lesung jetzt nicht vorgelesen, aber wir kennen es. Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht, erkennen, dass sie nackt sind. Gott schreitet einher durch den Garten Eden, ruft Adam. Adam schämt sich vor Gott. Gott stellt ihn zur Rede und Adam sagt, die Frau war es. Die hat mich verführt, die hat mir von der Frucht gegeben. In dem Moment liebt er die Eva nicht mehr. Er schiebt alle Schuld ihr in die Schuhe. Und auch als Eva gefragt wird, erkennt auch sie ihren Anteil nicht und sagt, ja, die Schlange war es, die hat mich verführt. Und es ist sehr interessant, wie die Sünde an dieser Stelle wirkt. Nämlich als erstes zerstört die Sünde das Verhältnis zwischen Mann und Frau, die ganz aufeinander hin geschaffen wurden. Die schämen sich auf einmal voreinander. Sie erkennen, dass sie nackt sind. Ich habe fast den Eindruck, die einander lieben sollten und so lieber aufeinander hin geschaffen sind, werden einander peinlich. Und was geschieht als Folge der Sünde? Die Eva sehnt sich nach dem Adam, aber es heißt, der Adam wird über sie herrschen. Und der Mann selbst, ja, der muss im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen. Auch er wird nicht glücklich, obwohl er seine Frau unterdrückt. Und ich glaube, diese Botschaft ist ganz aktuell. Ich denke, viele Familientherapeuten können ein Lied davon singen, wenn sich der Drang nach beruflichem Erfolg wie Gift in eine Beziehung einmischt und dann Abhängigkeiten schafft, das Verhältnis vergiftet, ein Gefälle entsteht und am Ende die Beziehung zerbricht. Und das ist das eine, was nachfolgend darauf folgt, ist die Zerstörung der Beziehung des Menschen zur Schöpfung. Also die Schlange, die Nachkommen der Schlange und die Nachkommen der Frau geraten in Feindschaft zueinander. Wir haben heute einen großen Hang nach Konsum, nach wirtschaftlichem Wachstum, nach Ausbeutung der Natur. Und ich glaube, auch das ist eine Folge der Sünde, die mit dem Zerbrechen der Beziehung zwischen Mann und Frau in Verbindung steht. Ich habe den Eindruck, das Klima schützen wir nicht nur durch Reduktion von CO2, sondern das schützen wir auch durch intakte Ehen und Familien und intakte Freundschaften. Aber eine Ehe, eine Familie oder auch ein Priesterleben sind nie immer nur intakt. Sie sind eben immer auch gebrochen, verletzlich und sündig und der Heilung bedürftig. Und darum ist es ja so interessant, so schön, so heilsam, so tröstlich, wenn Jesus, wenn er den Menschen begegnet, sie immer verteilt. Ihnen Sehvermögen, Hörvermögen, Einfühlungsvermögen wiedergibt, ihnen die Möglichkeit schenkt, sich ihrer Glieder wieder zu bedienen und er aber auch innere Leiden heilt, also Dämonen austreibt, so wie das in der Sprache des Neuen Testamentes heißt. Es ist nun sehr interessant, wie die Schriftgelehrten, die eigens aus Jerusalem zu Jesus kommen und den Jüngern, darauf reagieren. Sie spüren nämlich genau, dass Jesus mit übermenschlichen Kräften wirkt. Das kann nicht nur Menschenwerk sein. Aber mit diesen Kräften passt Jesus nicht in das System der Schriftgelehrten, das sie sich von Gott und Welt gemacht haben. Und er widerspricht diesem System ja auch aktiv, indem er auch am Sabbat heilt. Das ist doch verboten in der Lehre der Schriftgelehrten. Aber Denksysteme und Gedankengebäude sind Jesus gar nicht so wichtig. Wichtig sind ihm die Menschen, zu denen er sich gesandt weiß. Und das bedeutet, oder das setzt voraus, dass auch die kleinste gute Tat, die Jesus tut, oder auch die wir einander tun, nicht nur heilsam wirkt, sondern immer auch Bekehrung voraussetzt. Aha, so heilsam ist Jesus tatsächlich. So heilsam ist der andere Mensch zu mir, der mir etwas Gutes tut. Man entdeckt, Gott ist größer als unser Herz. Auch. Der andere Mensch ist größer als das Bild,
das ich mir jetzt gerade von Ihnen gemacht habe. Interessant. Aber zu dieser Bekehrung, zu dieser Neueinsicht über die immer größere Güte Gottes und auch Gott sei Dank vieler Menschen, sind die Schriftgelehrten nicht bereit. Sie wollen bei ihrem System bleiben. Bekehrung lehnen sie ab. In ihrer Perspektive folgerichtig, wo Jesus mit dem Dämonen im Bund steht und mit Hilfe des Anführers der Dämonen die Dämonen austreiben. Also sie unterstellen, Jesus mit dem Satan im Bund zu sein. Und auf diese Weise radikalisieren sich weise Schriftgelehrten zu fanatischen Gralshütern, so möchte ich das mal nennen, die dann im Endeffekt auch nicht vor der Verhaftung und der Kreuzigung Jesu zurückschrecken, wenn wir ans Ende der Evangelien schauen. Und so finde ich es interessant, dass große Friedensstifter, große Wundertäter, heilsame Menschen eigenartigerweise von den Menschen der eigenen Glaubensrichtung, der eigenen Weltanschauung verfolgt und getötet wurden. Nehmen wir Martin Luther King. Der träumt den großen Traum einer geeinten Menschheit mit gleichen Rechten für Schwarze und Weiße, wird erschossen von einem fanatischen Christen. Nehmen wir Mahatma Gandhi, der tritt ein für Frieden, besonders für Wahrheit, und wird ermordet von einem fanatischen Hindu. Oder nehmen wir als drittes Beispiel Präsident Yitzhak Rabin, der tritt ein für den Friedensprozess im Nahost, für Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern, wird erschossen von einem fanatischen Juden. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, wie hier Engstirnigkeit und der Unwillen gegen Bekehrung zur Verfolgung und letztlich zum Mord und Tod führt, können wir uns vielleicht auch einen Begriff davon machen, was denn die Lästerung oder die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet. Was ist denn das? Also immer, wenn ich einem anderen Menschen ein Leid zufüge, sündige ich gegen den Heiligen Geist, lästere ich doch gegen den Heiligen Geist. Also sowohl gegen den Geist dieses Menschen, dem ich ein Leid zufüge, als auch gegen den Heiligen, den göttlichen Geist. Also was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist eigentlich? Ich denke, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann immer dann tatsächlich nicht vergeben werden, wenn Menschen bei ihren engen und kleinen Vorstellungen in Bezug auf Gott, den Glauben und den Mitmenschen bleiben wollen, wenn sie unfähig sind zur Bekehrung. Wenn man nicht einsehen will, dass Gott größer ist als wir Menschen, dass er größer ist als unser Herz und dass deswegen auch die Menschen oftmals großherziger und großzügiger sind, als wir es ihnen im Vorfeld zugestanden haben. Jesus ist zum Beispiel so großzügig, dass er sogar die Menschen, die im Kreis um ihn herum sitzen, als seine Schwestern und Brüder, ja sogar als seine Mutter ansehen kann. Für die Mutter Jesu und für die leiblichen Angehörigen war das sicher ein schwerer Schock, aber für die Menschen, die damals mit ihm zusammengesessen haben, war es sicher eine enorm hohe Auszeichnung, so geadelt zu werden, so ins göttliche Heil hineingezogen zu werden. Kehren wir zurück zu den leiblichen Verwandten, die die göttliche Gnade nicht verstehen können, die sogar denken, Jesus ist von Sinnen, sei von Sinnen. Ich glaube, die haben in dem Moment einen Schockmoment durchgemacht. Aber ich glaube, genau solche Schockmomente, wo wir demütig und reuig entdecken, ach, Gott ist größer als der Begriff, den ich mir von ihm gemacht habe, das ist das Einfallstor der Gnade. Auf die Reue, die wir in der Regel negativ erleben, folgt die göttliche Gnade, die uns tröstet und stärkt. An solcher Momente der größeren Güte Gottes und der Mitmenschen, die wünsche ich uns allen in der kommenden Woche, dass wir wachsen in unserem Leben und wachsen in unserem Glauben. Und so danke ich Ihnen für Ihr Mitgehen, Mithören und wünsche Ihnen Gottes Kraft im Umgang mit Gott im Gebet und im Umgang mit Ihren Mitmenschen. Und auch mit sich selbst. Amen. Adieu.